Hallo, ich bin Nico Simon von dem Basketball-Löwen Braunschweig. Wir sind hier im Fitnessland in der Zellerstraße. Wir trainieren hier als Team 2 bis 3 Mal die Woche. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es abläuft. Kettlebells sind sehr vielseitig. Wir können Beine damit trainieren. Wir machen Oberkörper. Und er macht es in perfekter Form für die Arme, Oberkörper. Er sieht ein bisschen skinny aus, aber er ist sehr kräftig. That's all you got, huh? That's all you got? Come on! That's all. Hier ist jetzt noch eine Übung, die mehr auf die Beine geht. Natürlich auch Stabilisation im ganzen Rumpf. Aber so haben wir mehr die Beine trainiert. Also Conny ist hier am Power Row. Das ist nochmal, um sich richtig auszupowern. Auch für den Rumpf, für die obere, für die Schultern. Und der macht das ganz gut. Zeig mal, was du kannst. Wir gehen jetzt von dem Functional Training Bereich in den Freihandelbereich, auch mit Plate Loaded Geräten von Techno Gym, und ich zeige euch mal, was die Jungs da so machen. Put some more on, Derek. More weights. More weights for you. I know you're strong. I'm trying. Strong, boy. Yeah. When I come to Fitness Land, I get bigger. Oh, I got it. That's how you do it. Come see you. Natürlich machen wir hier im Fitnessland auch die klassischen Übungen. Tai zeigt euch mal, wie richtige Squats gehen, wie sie richtig schön aussehen. Gerader Rücken, tief runter. Exzellent, Tai, exzellent. Deswegen kann er auch so hoch springen, weil er immer die Übung so schön sauber macht. Gehen wir in den riesigen Cardio-Bereich. Es gibt eine große Auswahl an Laufbändern, Fahrrädern, Crosstrainern, alles, was man fürs Cardio braucht. Komm mit. Hier sind Sid und Luki. Ich glaube, sie drücken sich ein bisschen vor dem ganzen anderen Krafttraining. Aber sie machen auch. Wir machen Cardio auch zum Warm-up oder wenn man verletzt ist oder an einem Tag nach dem Spiel zum Recovern, gehen wir auch gerne aufs Cardio-Gerät, einfach um die Beine ein bisschen zu durchbluten. Gucken wir mal, wie weit die Leute sind hier. Ja, Sid führt, hä? Hast du nicht so Gas gegeben? Mach mal ein bisschen mehr. Mach ein bisschen mehr. Mach ein bisschen mehr. Weil Sid sieht super aus. Der ist immer fleißig. Der macht die Sache exzellent. Jetzt haben wir die ganze Zeit gequatscht. Es wird Zeit, dass ich auch mal was mache. Komm vorbei. Vielleicht können wir auch mal zusammen trainieren.